und herzlich willkommen aus der Kammer des Schreckens. Hier waren wir schon lange nicht mehr drin und ich dachte mir heute, hier muss es jetzt endlich nochmal weitergehen und deswegen sind wir im Keller. Ich laber gar nicht lang drum rum. Wir gehen heute weiter ausmisten, was Dekoration und so angeht, dass ich hier mal den ganzen Kram endlich losbekomme. Viele Sachen, die ich auf eBay zum Beispiel auch nicht losbekommen habe. Wir haben wunderschönes Wetter zurzeit. Stelle ich heute am Sonntag, wo viele Leute natürlich spazieren gehen, vorne vors Haus auf die Straße und schreibe so einen Zettel dran zum Mitnehmen in der Hoffnung, dass dann noch ein paar Sachen einfach jetzt wegkommen. Genau. Wir legen direkt los. Wir sind an Ostern bei den Herbstsachen. Ja, aber die müssen ja auch mal irgendwann ausgemistet werden. Und da wir die noch nicht hatten, kommen die jetzt heute dran. Die habe ich allerdings vor, ja, weiß ich nicht, 5 Monaten oder so schon ausgemistet, aber halt eben nicht mitgefilmt. Und das hier ist jetzt quasi so der Überbleibsel, wobei ich der Meinung bin, hier fehlt noch ein kleines bisschen was. Das muss ich gleich mal suchen gehen. Aber wir fangen jetzt hier trotzdem mal an. Und zwar habe ich einmal hier diese Girlande. Ja, die bleibt, weil die hängt über der allseits bekannten, immer wieder erwähnten Theke in der Küche. Dann habe ich hier so ein Glasdingsbums mit Federn. Das kommt jetzt einfach mal weg. Dann habe ich hier Kunstblumen. Ich finde die wunderschön und hatte die eigentlich auch immer hier in der großen Vase drin. Allerdings trenne ich mich jetzt von denen, glaube ich, weil ich habe die hier gerade hier reingesteckt und finde das irgendwie viel schöner. Also die Vase bleibt und die Blumen hier bleiben auch, wie man unschwer erkennen kann. Mag ich die sehr, die sind von Depot. Und hier diese Flaschen, die habe ich mir irgendwann selbst gebastelt in einem Herbst-Deko-DIY-Video. Dann habe ich hier einen Kürbis, der kommt weg, weil ja herbstlich, das ist der einzige Kürbis, der nicht super kindisch ist oder dämlich aussieht. Aber ich gebe ihn jetzt einfach trotzdem her, weil den habe ich letztes Jahr nicht dekoriert. Ich habe 3 von diesen Herzen, die auch bleiben. Die sind nicht herbstlich, die sind eigentlich fürs ganze Jahr. Aber die hänge ich sehr gerne an mein Küchenfenster und von daher bleiben die bei mir. Dann habe ich hier solche Kugeln und das sind die letzten ihrer Art. Die habe ich immer hier so auf dem Dekotablett auch gehabt, um da so ein bisschen Leben eben mit reinzubringen. Aber die kommen dann jetzt auch einfach mal weg, weil ich glaube, die habe ich letztes Mal nicht benutzt und das vorletzte Mal auch nicht. Und deswegen kommen die weg. Das hier finde ich sauschön. Das hat aber hier so einen dämlichen Wachsfleck, wo ich aus dem Holz einfach nicht mehr rausbekomme. Stelle aber immer dann irgendetwas Größeres drüber, sodass man es nicht sieht. Also ich würde die Dekoschale hier auf jeden Fall behalten. Ebenso wie alle 3 Windlichter, die draufstehen. Diese 3 hier, da gehört noch irgendwie, ich glaube, das habe ich gerade im Wohnzimmer stehen, so eins in durchsichtig zu. Das kann man auch sehr schön hier mit dem hier dekorieren. Wisst ihr was, das hier gebe ich her. Passt super, gebe ich her. Nee, gebe ich einfach her aus dem Grund, weil, ja, ist halt, ist eben durchsichtig. Das hier, finde ich, hat so Charme. Das ist so ein richtig tolles Einmachglas mit selbstgesammelten Kastanien und so, ja. Die geben wir dann jetzt auch mal weg, bevor wir hier irgendwie den Holzwurm drin haben. Das ist sowas, was ich eigentlich sagen wollte. Das hat Charme, das ist schön, das hat Form. Und sowas kombiniere ich super mega gerne. Auch behalten tue ich die 2 beiden. Einmal hier mit einem Schwarz und einmal hier mit einem Hirsch. Wenn die an sind, scheinen die durch. Das sieht übel schön aus. Das hier ist jetzt nichts Herbstliches. Das ist irgendwie hier so reingerutscht. It's 1 o'clock, das hier bleibt. Dann habe ich 2 goldene Windlichter, wo ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich die behalte oder nicht. Aber ich denke schon, ein braunes habe ich noch, das gebe ich her, weil 3 braune reichen mir. So, und jetzt geht's an die Vasen. Diese Vase habe ich übrigens 2-mal. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwo in einer Kiste ist, dass ich sie behalte, oder ob sie irgendwo in der Versenkung ist. Ich bräuchte ja auch eigentlich noch was hier für meine Magnolie, weil die möchte ich auf jeden Fall behalten. Die finde ich super schön.
weiß ich jetzt nicht. Halten, weggeben, die Vasen, die Blumen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Eigentlich finde ich die sehr schön, aber die sind halt auch echt schon älter, ne? Also wirklich älter. Und so sehen die halt dementsprechend auch aus. Und es geht auch nicht mehr richtig ab, weil das halt so wie so ein Samtbezug hier drüber ist. Also auch wenn ich es nass wasche. Wisst ihr was? Weg. Wir sind ja hier, um auszumisten, ne? Dann weg. Boah, das tut weh. Weg. Boah, das tut weh. Der hier, der hängt eigentlich im Wohnzimmer. Aber ich mag den total, aber irgendwie sehe ich gerade, die Seite ist noch vollkommen in Ordnung, aber hier sind die Federn echt nicht mehr schön. Jetzt weiß ich nicht, was ich mitmachen soll. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, behalten oder weggeben. Das ist heute mein Vielleicht-Kandidat. Der sieht mega geil aus eigentlich. So, dann kommen wir hier zum Firlefanz. Und zwar habe ich einmal hier solche Deko-Schlüssel. Die schleppe ich jetzt schon seit 10.000 Jahren herum. Die sind auch sauschwer, sauschön. Aber ich weiß immer nicht, was ich mitmachen soll. Die kommen weg. Dann habe ich meine zwei beiden Eulen aus Beton, die bleiben. Dann habe ich meine drei Holz, die drei Sachen aus Holz, die bleiben. Ich habe einmal braunen Deko-Glitzersand, den ich jetzt einfach mal behalten würde. Einfach so, weil es mein letzter ist, den ich habe. Dann habe ich hier noch welchen, das ist aber nur so kleiner, den gebe ich weg. Einen Holzpilz und auch der darf gehen. Ich sehe schon, was das ausartet. Und zwar, dass es eigentlich gar nicht mehr so wirklich Herbstdeko ist. die hier, die behalte ich. Die habe ich auch immer hier so zum Dekorieren. Die bleiben auf jeden Fall. Genauso wie diese eine. Die ist kaputt, die ist mir irgendwo abgefallen. Aber ich finde die super schön, für die hier so irgendwie dran zu setzen. Und dann habe ich noch hier mein Windlicht, was bleibt. Und mein Vogel, der nicht bleibt. Wieder ein Vogel, der geht. Der darf gehen. Und dafür dürfen aber meine zwei beiden Spatzen bleiben. Und meine drei weißen Eulchen. Genau. Also ich würde sagen, das ist doch schon mal ein gutes Startergebnis. Ich wusste, das war nicht alles und hier habe ich noch ein kleines Körbchen, das ich im Übrigen auch behalte, gefunden, wo ich damals beim Umdekorieren die ganzen Sachen reingemacht habe, die ich vom Herbst abgemacht habe. Da kann ich euch erzählen, dass dieser Traumfinger hier jetzt geht. So, der kommt hier auf den Stapel. Und ansonsten werde ich hier alles behalten, außer hier die drei. Die habe ich jetzt auch wirklich schon 1000 Jahre. Eigentlich gehören die zu Osterdeko. Die kommen jetzt mal weg, weil die habe ich jetzt schon so lang. Ich denke, es ist einfach an der Zeit, loszulassen. Und dann habe ich hier einmal nochmal so ein Windlicht. Wenn man das anmacht, dann scheint das auch so schön durch. Aber es ist rosa und rosa ist einfach nicht so meine Farbe. Und deswegen kommt das dann auch weg. Und dann habe ich hier noch die obligatorischen Hänger für in der Küche über die Theke. Und genauso wie sie auch hier sind, werden sie mir auch erhalten bleiben. Das heißt, die kommen dann auch hier rein. Und dann habe ich dieses Ding leer. Dann habe ich den Korb leer und habe noch eine quasi Bananenkiste. Und weiter geht's. Ich habe hier einmal Fähnchen für ein Auto von Tupperware. Die kommen weg. Dann habe ich hier ein Schild Home Sweet Home. Das kommt weg. Dann habe ich eine uralte Schüssel, die ich mal von irgendjemand bekommen habe zum Verkaufen, sie aber nie verkauft habe. Und jetzt kommt sie weg. Ebenso wenig brauche ich hier einmal diesen Deko-Vogelkäfig. Da hatte ich vorher so Kunstblumen irgendwie dran und so Herzchen runterhängen und noch eine Lichterkette dran. Das war eigentlich ganz schön, aber... Nee.
Dann habe ich hier zweimal Auflaufform, bei der weiß ich jetzt halt nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe ja meine Auflaufformen von Tupperware und die hier, die sind von Villeroy & Boch und die habe ich auch eigentlich noch nie benutzt. Allerdings haben wir jetzt einen Holzofen im Garten stehen und da kann ich natürlich die Tupperware nicht für benutzen und bräuchte etwas aus Edelstahl, so ein Emilienbretter oder wie man das nennt, oder eben halt Keramik für in den Ofen zu stellen, weil ich dort mal auch versuchen wollte, drin zu kochen oder Brot backen wollte. Deswegen ist das hier jetzt ein viel leicht. Gehen wird auch dieses wunderschöne Teelicht. Ich hatte früher alles in Fliederlila eingerichtet, ist aber schon ein Weilchen her und deswegen geht das weg. Hier bricht es mir auch das Herz. Ich liebe dieses Teil. Ich finde es so schön. Aber ich finde es nicht so schön, dass es vollgestellte Fensterbänke rechtfertigen würde. Ich hatte früher überall, was heißt, früher ist es noch gar nicht lang her, aber früher hatte ich alles immer zustehen und das hier hat ein Esszimmer gestanden und auch meine Zeit lang im Schlafzimmer. Und irgendwie geht mir das alles voll auf den Keks und deswegen kommt es weg. Aussortiert wird auch dieser Bilderrahmen, wie man hier auch unschwer erkennen kann, noch nie benutzt, weil da müsste ich die Bilder ja zerschneiden. Der kommt weg. Das hier kommt ebenfalls weg. Das habe ich mal von den Eltern, von meinen Eltern, den ihren Nachbarn bekommen. Und dachte, hey cool, da kannst du bestimmt Geld mitmachen oder so uns auf dem Flohmarkt weiterverkaufen. Aber weder auf dem Flohmarkt noch auf eBay Kleinanzeigen wollte irgendjemand großartig Geld dafür bezahlen. Und jetzt liegt es halt eben immer noch bei mir rum und ich habe kein Geld damit verdient. Und entweder stelle ich es jetzt nochmal bei Kleinanzeigen für 3, 4 Euro oder ich mache es einfach in die Kiste dabei, kann mitgenommen werden für vor die Haustür. Hier habe ich zwei Regale gekauft, allerdings sind wir dabei, Boden neu zu machen. Und der ist jetzt doch sehr grau und das hier ist sehr braun, das heißt, das passt überhaupt nicht mehr. Eins haben wir schon ausgepackt, das andere ist noch original verpackt, aber es ist natürlich nicht benutzt. Ich habe es ausgepackt und über den Boden gehalten und dachte so, boah, nee, geht gar nicht. Dann habe ich hier noch ein sehr, sehr schönes Bild quasi aus Glas, was jetzt aber auch den Abgang macht. Das habe ich schon super lange nicht mehr aufgehangen. Und auch zum Hinstellen, wunderschön, keine Frage. Aber selbes Problem wie mit da hinten dem Ding einfach. Das steht dann auf der Fensterbank oder so und dann nervt es mich wieder. Und deswegen kommt es jetzt einfach weg. Genau. Und dann habe ich hier noch zwei Tischläufer. Und zwar sind das so Paillettentischläufer. Auch die bin ich am Überlegen, was ich mitmache. Die sind super schön, die sind super festlich für Weihnachten oder so. Wegwerfen möchte ich sie eigentlich nicht oder verschenken möchte ich sie eigentlich nicht. Ich denke, dass ich sie in die Weihnachtskiste zum Verkaufen wahrscheinlich tue. Ja. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen drin. Das wäre zum einen eine Kanne. Da muss ich mal gucken, ob die irgendwie was wert ist. Dann muss ich mich mal mit dem Stempel befassen. Und was ich auch nicht mehr möchte, weil ich das schon ewig nicht mehr aufgehängt habe, ist dieser ist dieser Weidenkranz. Der hat schon gehangen bei mir tatsächlich. Da ist noch das Preisschild dran, aber das habe ich einfach nur vergessen, damals abzumachen. Der hat mit Preisschild in meinem Wohnzimmer dekoriert, mit Kugeln gehangen um die Weihnachtszeit. Und zwar kann man den dann hier so an den Haken in der Decke hängen. Und hier ist so ein Gitter und da kann man ganz viele tolle Sachen einfach dranhängen. Und dann sieht das super, super schön aus. Aber ich habe das Wohnzimmer umgestellt, ich habe keinen Platz mehr dafür. Und den Haken, den gibt es halt auch nicht mehr. Und einen anderen Platz habe ich eben nicht und deswegen kommt der jetzt auch weg. Ich denke, den werde ich auch vielleicht auf Kleinanzeigen stellen, wobei ich mir hier einfach auch nicht sicher bin, wenn ich das Ding verschicke. Das ist so groß, das kann ich nicht als Päckchen schicken, das muss ich als Paket verschicken und dann kostet es wieder zu viel Versand. Ich habe hier bei mir nur die Post, ich habe kein Hermes, das heißt 7,49 Euro und dann ist der Wert, was ich dafür haben will, inklusive Versand, eigentlich schon wieder viel zu teuer. Das Problem habe ich öfters mit großen Sachen. Das war es von mir heute aus der Kammer des Schreckens und ich fühle mich super erleichtert, weil wenn ich jetzt so hinter mich schaue, ist quasi der ganze Tisch aussortiert,
Also einmal die Sachen, die wir am Anfang aussortiert hatten und dann quasi eigentlich alles, außer das eine Teil vielleicht, beziehungsweise zwei. Das sind die beiden Schalen von Villeroy und Boch. Alles, was ich jetzt noch auf den Tisch gelegt habe, kommt einfach weg. Und ich kann euch nicht sagen, was das wieder für ein immens krasses Gefühl gerade in mir auslöst und wie glücklich mich das macht und wie leicht sich das gerade alles so anfühlt auf meinen Schultern. Auf jeden Fall werde ich jetzt eine Kiste packen und die vor die Tür stellen. Das kann ich nur wirklich jedem wärmstens empfehlen. Wenn ihr Glück habt, sind nicht nur ein paar Sachen weg, sondern auch die ganze Kiste. So ging es mir schon ein paar Mal und ich denke mir eben, mein Gott, zwar kein Geld mitgemacht, aber das sind einfach Sachen, die sind schon die ganze Zeit hier, die möchte keiner. Und so haben sie vielleicht einfach ein zweites Leben bei jemand anderem. Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder und ich wünsche euch bis dorthin eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und danke fürs Zusehen. Tschüss!